Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seid hier, der letzte V. Und unser SK Sturm trifft am 31. Spieltag in der österreichischen Bundesliga auswärts auf die Wiener Austria. Es ist das Duell Zweiter gegen Dritter. Und ja, den zweiten Platz haben wir ja letzte Woche gegen Mattersburg mit der 0-2-Heimniederlage hergeschenkt. Sagen wir, wie es ist. Die Austria hat hingegen ihr Derby gegen Rapid gewonnen mit 2-0. Und hat sich eben dadurch Platz 2 vorläufig gesichert. Den gilt es natürlich zurückzuholen, soweit es denn möglich ist. Also auf jeden Fall ist zumindest das Motto Verlieren verboten. Also ein X muss schon mindestens drin sein. Bei einer Niederlage sind es, glaube ich, wenn ich mich dann nicht vertue, 5 Punkte schon Rückstand auf die Austria. Und naja, so viele Runden sind es eben, wie gesagt, dann auch nicht mehr. Also da sollte man schon was mitnehmen aus Wien. Hoffentlich. Aufstellungstechnisch, da bin ich natürlich wie immer gespannt. Christian Garzer, die einzige Konstante in dieser Saison im Grunde, der sollte auf jeden Fall wieder das Tor hüten, denke ich. Spendlofer neben Schulz in der Innenverteidigung, rechts Koch, links hinten nach seiner Sperre wieder zurück, Luc Kogianis. Könnte allerdings, ist jetzt nur so ein Gefühl von mir, irgendwie auch eine Fünferkette werden. Fragt mich nicht warum, aber irgendwie... Wenn ich da an das Alltagsspiel denke, wo ja Alltag auch einen Lauf hatte und wo man dann ja die Alltag auch mit einer Fünferkette bekämpft hat, die haben ja auch sehr schnelle Spieler mit Kayode, mit Pires und wie sie alle heißen da vorne. Also vielleicht wäre das durchaus ein probates Mittel. Mal gucken, aber irgendwie könnte ich mir durchaus vorstellen, dass auch ein Maresic oder ein Potzmann irgendwie den Weg in die Startelf finden, sollte es zu dieser ominösen Fünferkette kommen. Aber wie gesagt, nur Mutmaßung. Ich gehe aber weiter davon aus, es wird ein 4-2-3-1. Da eben auf der Doppel-6, die es ohne weiteres geben wird, ist ja auch okay bei einem Auswärtsspiel. Nur daheim könnte man da ruhig mal drauf verzichten. Tja, ich glaube, es wird wahrscheinlich wieder auf Piesinger und auf Dzeko hinauslaufen. Ich würde mir allerdings statt Piesinger Hirländer wünschen. Der ist, wenn ich mich nicht vertue, nach seiner Sperre wieder zurück. Und klar, sollte auf jeden Fall in die Startelf. Hat die Position heuer ja schon mal gespielt, hat das gut gemacht. Piesinger ist im Moment so ein bisschen ein armes Schwein, weil man ihm wirklich die Bürde der 8 auferlegt. Er soll so ein bisschen den Spielmacher mimen, es funktioniert nur einfach nicht. Er hat nicht die Veranlagung, wie ich auch finde, dazu. Allein schon durch seine körperliche Ausstattung. Er ist halt ein großer Lackel und kann sich natürlich auch nicht so schnell bewegen oder eben so grazil bewegen wie ein anderer Spieler. Jetzt könnte man einwerfen, Matic war eigentlich auch ja so ein großer Schlanker, aber... Das ist eben technisch doch ein bisschen anders wie Tag und Nacht, ohne das irgendwie böswillig hier zu meinen. Aber ist, denke ich, offensichtlich. Deswegen für mich Hirländer eben als eher als Achter und Dzeko als richtiger Sechser, als Abräumer daneben. Auf der 10 würde ich mir ausnahmsweise mal wieder Danny Allah wünschen, einfach weil er ist auch so eine arme Sau davon, kommt mir halt vor. Er hat eben Edom Bonji jetzt nicht mehr, der ihm die Räume verschafft hat und ihm die Viererkette beschäftigt hat, so dass Danny Allah so ein bisschen aus dem Rückraum kommen konnte und eben dann auch seine Räume gefunden hat und eben auch dadurch zu Torschancen gekommen ist. Das fehlt mir jetzt komplett bei den Jungs, also... da wäre am ersten Barış Artık jetzt so einer, der diese Rolle übernehmen könnte. Deswegen würde ich Artık auch als Solospitze aufbieten. Der soll vorne ein bisschen rumwuseln und Danny Allah kann dann quasi so aus dem Nichts wieder weiße Hai so bam 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 einfach mal auftauchen und dann eben knipsen, wenn sich die Chance auch ergibt. Auf den Flügeln dann Horvath für mich auf rechts und links Marc-André Schmerberg. Das Experiment Gruber ist hoffentlich beendet an dieser Stelle. Ja, ansonsten kann ich euch da nur mehr mitteilen, das FIFA 17 Turnier ist doch noch nicht ganz voll, da habe ich mich ein bisschen vertan, mein Fehler. 2-3 Plätze sind glaube ich noch frei, also wer mitmachen möchte Anfang Juni, der soll bitte sich einfach anmelden, entweder auf Facebook bei der TheLandsTV-Page, da mich einfach anschreiben oder mir eine Privatnachricht schicken auf Facebook und sonst eben gibt es die weiteren Infos eben auf meiner Homepage noch, auf meiner Facebook-Page, also unter Elias TheLands. Ja, oder ansonsten eben direkt auf dem YouTube-Channel und natürlich Hashtag rettet die Gruben. Infos dazu findet ihr bei mir unten verlinkt in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, es ist ja ein bisschen tristesses Wetter hier im Moment in Graz und ja, hoffentlich wird es ein bisschen besser. Sagt, glaube ich, schöner an fürs Wochenende. Da drücke ich einfach mal die Daumen. Und ja, in diesem Sinne, auf die Schwarzen, auf hoffentlich, wenn möglich, 3 Punkte in Wien. Und ja, dann gehen wir eben den ersten Vizemeistertitel seit, ich glaube, 2002 an, den unsere Jungs sich holen können.
hoffen wir mal das Beste. Und ja, ich wünsche euch noch was. Euer Elias, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.